Ihr Lieben, die Aufzeichnung läuft. Darf dich als Zuschauer hier recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Schnellstart-Training. Wir haben heute den 31. August 2023. Dieses Video soll dir einen ersten Einblick geben in alle wichtigen Fragen. Vor allem, wenn es um das Thema der Registrierung geht, damit da keine Fehler passieren. Wenn es darum geht, wie kannst du Geld sparen? Wenn es darum geht, wie funktioniert das Backoffice? Ja, wo ist die Kommunikation innerhalb unseres Teams? Und das, was du hier im Hintergrund gerade siehst, das ist unsere Webseite, so wie sie für jeden erscheint. Und diese Webseite findest du, wenn du hier oben in diese Browser-Funktion reinschaust, unter therootbrands.com. Wenn man das Ganze mit einem Code verbindet, dann fängt es an, sinnvoll zu werden. Das heißt, der Code dahinter, hinter einem Schrägstrich, also einem Slash, sagt man ja, das ist der Name, der Code desjenigen, der dich zu Root eingeladen hat. Und dieser Code ist ganz entscheidend. Den gucken wir uns gleich an, wenn du dich das erste Mal bei Root registrieren willst. Und dieser Code ist auch wichtig, dass du deinen zukünftigen Interessenten die richtigen Informationen weiterleitest. Fangen wir aber auf dieser Webseite an. Ihr seht, wunderschön animiert. Ihr seht hier oben auf der rechten Seite die Deutschlandflagge. Und du kannst, wenn du hier auf ein kleines Pfeil drückst, das sieht man jetzt gerade nicht, gleich wird es vielleicht ein bisschen besser, da sehen wir Englisch, Deutsch und Französisch. Da kommen zukünftig auch weitere Sprachen. Genau. Ich gehe heute mit euch mal gemeinsam durch die deutsche Version. Und Create Greatness ist der Leitspruch, ja, also kreiere etwas Großartiges, der Leitspruch von Root. Und hier sehen wir einen ersten Blick auf einige der Produkte, die man sich hier anschauen kann. Wenn wir weiter runterscrollen, sehen wir in Deutsch, ja, Informationen zu Root, zu den unterschiedlichen Produkten, natürlich auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte zu Root. Man kann sich zum Newsletter anmelden. Und genau, man findet hier halt auch weitere Informationen. Ja, hier kann man nochmal Select Language, also die Sprache auswählen. Würde ich dir aber nicht empfehlen, wenn du Deutsch bist und Deutsch sprichst, dann geh über die deutsche Fahne. Wenn du der englischen Sprache mächtig bist, würde ich dir sogar empfehlen, über die englische Sprache zu gehen, also dann auf EN umswitchen. Dann hast du hier die amerikanische Flagge sitzen, weil dir dann einfach, ja, es wird einfacher, ja, weil alle oder manche Begriffe sind halt auch weiterhin in Englisch. Und trotzdem kann man mit der deutschen Flagge, mit der deutschen Webseite sehr, sehr gut arbeiten. Wir sehen hier oben links, man sagt dazu den Hamburger, ja, das sind so drei Striche, das siehst du hier oben links, wenn ich mal da draufklicke, sehe ich unterschiedliche Dinge, ja, Root Prime, darüber werden wir gleich intensiv reden, das ist unser Treueprogramm, ja, Informationen zur Company und mein Konto. Wenn du selber noch gar nicht eingeloggt bist, ja, also du willst dich erstmalig registrieren, dann steht doch halt dort Login, Schrägstrich, registrieren. Und genau das gucken wir uns jetzt mal vorweg an. Nämlich dann sieht das Ganze so aus. Du selber würdest dich, wenn du selber schon Partner, Kunde von Root bist, würdest du dich hier auf der linken Seite anmelden mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Passwort. Das ist ein Passwort, was du gleich oder bei dem Registrierungsprozess selber vergeben hast. Ja, das solltest du dir also notieren. Wenn du also jetzt das erste Mal diesen Schritt gehst und dieses Video dazu nutzt, dann gehen wir auf der rechten Seite. Ja, und da registrierst du dich das allererste Mal. Und jetzt sehen wir hier, das ist interessant, ein Code, Health for You, ist nicht mein Code. Ja, ich war vermutlich auf irgendeiner Webseite von irgendjemandem und dann übernimmt dieses System automatisch den Code von demjenigen, auf dessen Webseite ich war. Ja. Dadurch, dass ich ja viel in diesen Backoffices unterwegs bin, auch mal für Partner, um denen zu helfen oder Fragen zu klären, ist das völlig normal. Das heißt, was hier stehen, was ich jetzt hier blau hinterlegt habe, da steht bitte der Code von dem Menschen, der dich eingeladen hat. Das ist, man sagt, Empfehlungslink. Ja? Root spricht vom Code. Wenn du diesen Link bekommst von deinem Ansprechpartner, dann heißt dieser Link auch www oder https, therootbrands.com/, da steht der Code hinter. Wenn du dann dort das erste Mal draufklickst, dann ist dieser Name von demjenigen direkt übernommen, so wie das hier Health for You ist. Ja, ich sehe jetzt hier gerade mal die Margret Hempe, die sehe ich jetzt hier gerade. Ja, ich weiß nicht ihren Code,
Aber ich gebe ihn mal einfach ein und wir gucken mal, vielleicht ist er ja das sogar, das weiß ich jetzt nicht. Ups, habe ich jetzt gerade. So, ich muss das hier gerade mal verschieben. Genau. Und was auch immer dein Code ist, Marge, du musst es jetzt gar nicht schreiben, alles gut. Ich wollte nur mal einfach zeigen, wie das System funktioniert. Und du siehst, in diesem Fall ist es wirklich Margret Kempe auch ihr Code, weil du siehst das hier unten. Ja? Durch Anklicken dieses Kästchens bestätige ich und stimme zu, dass Margret Kempe mich empfohlen hat. Ja? Und wenn du es nicht bist, gibt es jemand anders, der halt so heißt. Nehmen wir was anderes. Gesund sein. Ich weiß es nicht, ob es diesen Link gibt. Schauen wir mal. Wenn ich hier Gesund sein eingebe, dann braucht jetzt das System ganz kurz und schaltet um auf Gesund sein. Also ja, es gibt jemanden mit diesem Code. Das ist nicht jetzt für dich die Aufforderung, diesen Code zu übernehmen, sondern wichtig ist, dass du verstehst, wie wichtig dieser Code ist. Weil wenn du hier einen Code drin stehen hast von jemandem, den du nicht kennst, landest du bei dem im Team. Und das willst du nicht. Sondern du hast jemanden, der hat dich zu Root gebracht. Der hat dir diese Tür geöffnet. Und dieser Mensch, mit dem willst du dich natürlich auch vernetzen. Ja, mit dem willst du verbunden sein. In dem System oder in dem Universum von Root. Und deswegen ist es wichtig, dass du den Code weißt von demjenigen, der dich einlädt. Ja, also nicht nur einfach blind einen Link zuschicken. Ja, das gilt jetzt für dich, wenn du schon bestehender Partner bist. Nicht einfach nur deinen Link jemandem schicken, sondern auch sagen: Hey, bitte, hier ist mein Link und achte bitte darauf, dass bei Code, ich bleibe bei dem Beispiel, Margret Kempe steht. Ja, dann kann nichts passieren. Dann bist du richtig. Ja, also gib deinen Code auch demjenigen, weil was kann denn passieren? Ich habe es ja gerade gesehen. Bei mir stand irgendwas von Health sowieso, weil ich bei einem auf der Webseite war. Da stand also nicht mehr mein Code. Deswegen ist es wichtig, wenn derjenige, dem du deinen Code schickst, deinen Link schickst, der klickt da drauf. Und bevor er sich registriert, geht er noch ins Google rein und recherchiert ein bisschen über Root. Dann erscheint er irgendwo auf irgendeiner Webseite und plötzlich ist der Code überschrieben. Und dann registriert dieser Mensch sich, aber er registriert sich nicht bei dir. Und deswegen die erste wichtige Information. Wenn du deinen Link jemanden sendest, dann informiere ihn auch bitte, wie dein Code heißt, damit er genau darauf achtet, dass hier auch dieser Code steht. Denn dieser Code muss, wie bei Margret Kempe, nicht immer der Vor- und Zuname sein. Der könnte ja auch gesund sein heißen, so wie in unserem Beispiel hier. Okay. Jens schreibt, das ist meiner. Okay. Vielleicht habe ich ihn deswegen im Kopf gehabt. Okay, lustig. Alles gut. Also, ihr schreibt euch jetzt nicht bei Gesund sein ein. Das ist der liebe Jens, ja, der. Ja, es sei denn, du bist von Jens eingeladen. Dann natürlich. Ja, aber ihr versteht das System. Und darum geht es mir. Also, du hast jetzt hier den Code deines Ansprechpartners stehen. Du schreibst hier deine E-Mail-Adresse ein. Ja, du schreibst hier dein Passwort rein. Du kreierst selber dein Passwort. Und das notierst du dir bitte. Nicht, dass du schon morgen ein neues Passwort anfordern musst. Ja, mit diesem Passwort und dieser E-Mail-Adresse wirst du dich ab demnächst dann hier anmelden. Aber erstmal kreierst du es. E-Mail-Adresse, Passwort. Wie willst du heißen? Willst du Vor- und Zuname heißen? Was ich dir empfehle. Ja? Aber du könntest natürlich auch gesund sein heißen. Ja? Ich habe am Anfang auch nicht Henrik geheißen. Ich habe es irgendwann dann mal geändert. Ich hatte erst einen anderen Namen. Ja? Das darf jeder selber entscheiden. Du kannst es auch später ändern in deinem eigenen Backoffice. Das gucken wir uns auch gleich an. Aber ich empfehle es dir von Anfang an so zu machen, wo du ein gutes Gefühl bei hast. Wenn du eine Praxis hast, dann nimm den Namen der Praxis. Wenn du eine Webseite hast, die Gesundsein heißt, dann nimm das, weil die Leute dich deswegen kennengelernt haben. Genau. Dann schreibst du deinen Vor- und Zunamen rein und dann sagst du noch, in welchem Land du ansässig bist. Und aufgepasst, nächste wichtige Information. Alle Länder, die du hier siehst, das sind knapp 60, glaube ich, in diese Länder liefert Root. Wenn du also ein Land hier suchst und es hier nicht findest, dann kann Root dort keine Produkte hinliefern. Also du kannst nur jemanden oder es kann sich nur jemand registrieren in einer dieser Länder und das sind auch, ist auch Guam bei oder Guernsey oder ja, Liberia. Also auch Länder, die wir nicht tagtäglich kennen. Natürlich sind alle europäischen Länder dabei. Länder USA, Amerika. Es kommen jetzt die ersten südamerikanischen oder mittelamerikanischen Länder wie Mexiko. Soll dann hoffentlich bald passieren. Es kommen
Ja, Japan ist da, jetzt kommt noch die Türkei demnächst hinzu. Also einige Länder, es fehlen noch viele Länder, aber es entwickelt sich immer weiter. Okay? Also, du suchst das Land deiner Wahl oder beziehungsweise da, wo du lebst, das klickst du an und dann klickst du noch dreimal Häkchen. Ja? Das heißt, auch hier, du bestätigst oder dein Kunde, Interessent, bestätigt, dass er sich bei dir registrieren will. Er bestätigt, dass er dir das Kleingedruckte gelesen hat. Das kann er sich ja anschauen, wenn er das will. Und hier gibst du nochmal die Initialien ein, und zwar deine Initialien. Wenn du Margret Kempe heißen solltest, wie wären dann deine Initialien? MK, logischerweise. Ja, also jeder dürfte seine Initialien kennen. Das ist einfach nur eine Sicherheit, damit kein Bot, ja, diese ganzen Dinge, die da draußen rumlaufen, ja, keine computergesteuerten Programme sich automatisch bei Root registrieren können. Deswegen muss man hier manuell nochmal etwas eingeben, weil das kann eine künstliche Intelligenz noch nicht, zumindest nicht in dem Fall. Hier kannst du noch Geschäftsbedingungen, Vertriebspartnerbedingungen lesen. Alles nach deutschem Recht. Ich habe sie mir nicht durchgelesen. Das darf jeder selber für sich entscheiden, aber gut, wir arbeiten jetzt 3 Jahre mit dieser Company. Wir haben natürlich auch ein sehr, sehr großes Vertrauen in dem, was hier passiert. Wenn du das ausgefüllt hast, registrierst du dich und landest automatisch in dem Online-Shop. Und wenn du dich später wieder ausloggst, wirst du dich dann zukünftig über diese Seite anmelden. Ja, diese Aufnahme kommt in unseren YouTube-Kanal und werde ich gleich in unsere Telegram-Gruppen posten heute Abend. Ja, gut. So, du landest dann in dem Online-Shop. Und das gucken wir uns einfach mal an. Wie sieht der Online-Shop aus? Erstmal kann ich unterscheiden, ja, zwischen Wellness-Produkten, Beauty, also Schönheitsprodukten, Fitness, Tierprodukten, Kaffee oder alle Produkte. Ich bleibe jetzt mal bei Wellness und wir gehen mal in den Shop hinein. Und dort sehen wir unsere drei wichtigsten Produkte. Das sind die Produkte, die ich heute auch in der Business-Präsentation vorgestellt habe. Unser Clean Slate, unser Zero In, unser Restore. Du siehst, wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, öffnet sich was. Ich kann mir eine Schnellansicht angucken zu den Produkten. Ja? Und dann kann ich in Deutsch nochmal etwas dazu lesen. Ich kann runterscrollen, ich kann mir noch was anderes angucken. Ich kann eine Dosierungsanleitung finden oder ich kann mir einfach eine Zertifizierung dazu anfinden, nämlich dass dieses Produkt absolut drug-free ist, sauber ist. Und so weiter. Kann mir diese Dinge später auch downloaden, alles, was du hier findest. Ich kann das Produkt in den Warenkorb legen oder zu Prime, RPS Prime hinzufügen. Darüber reden wir gleich. Ich kann das tun. Wenn ich es in den Warenkorb hinzufüge, landet das Produkt hier in den Warenkorb. Ihr kennt das. Online-Einkauf. Ich packe ein Produkt in den Warenkorb, ja, bezahle es und es wird mir ausgeliefert. Packe ich es in Prime, also in unser Treueprogramm, worüber wir gleich reden werden zum Schluss, dann kann ich es nicht sofort bestellen, sondern frühestens für morgen, weil Prime ein automatisiertes Treueprogramm ist. Auch das gucken wir uns gleich in Ruhe an. Ich kann natürlich auch weiter mich mit den Produkten beschäftigen. Wunderbare Produkte wie unser Greens oder wie Natural Barrier Support, also Immunsystem stärken. Give me back my youth, ja, ein Kolostrum-Kollagen-Produkt. Wahnsinnig wertvoll. Ich liebe das Produkt. Ich löffel das so raus. Andere tun es in den Kaffee rein. Oder unser Immune Defense Shield. Da geht es um Mitochondrien, also unsere Kraftzellen im Körper. Und dann gibt es aber auch Paketpreise. Unser sogenanntes Trinity-Paket, das habt ihr heute schon mal gehört. Da sind halt diese drei Produkte zu finden. Genau. Und so gibt es unterschiedliche Paketpreise, die dann ein bisschen günstiger sind und kann mich selber entscheiden, was ich will. Oder ich gehe halt auch, wenn ich das möchte, zu den Tierprodukten oder zu unserem Entgiftungscafé und gucke mir diese Dinge an. So, das ist der Shop. Wir lieben Haustiere. Auch hier gibt es wunderbare, wertvolle Produkte, ja, die man sich anschauen kann und wo man ein paar Informationen zu bekommt. Soweit, so gut. Ich danke immer für eure Fragen. Dürft ihr gerne reinstellen. Okay. Insofern gehen wir hier weiter und gehen dann mal in das Backoffice hinein. Ja, und das findest du, wenn du dich eingeloggt hast, genau hier über diesen Punkt. Warte mal, ich gehe mal rein. Das wollte ich, genau, das wollte ich euch zeigen. Das ist jetzt mein eigenes Backoffice. Ihr seht hier einfach nur meinen Firmennamen, aber ihr kennt schon, dass das meiner einer ist. Und hier über diesen Shop findest du unterschiedliche
Knöpfe oder Kacheln, die man drücken kann. Und im Grunde findest du die kleinsten Sachen hier auf der linken Seite auch noch einmal. Was wichtig ist zu verstehen, wenn du heute dich registrierst, ist dein Backoffice noch nicht so, wie es hier aussieht. Da fehlen einige dieser Kacheln, weil ein Kunde oder ein New Member, der sich heute registriert hat, der braucht noch nicht alle diese Kacheln. Ja, der muss noch kein Wallet haben, ja, weil er keine Provision verdient, ja, oder Kontodetails. Der hat die klassischen Dinge und die gucken wir uns gemeinsam an. Wir gucken uns alles hier, soweit es denn möglich ist, gucken wir uns das an, damit ihr die Dinge versteht, sie zumindest schon mal gesehen habt und dann auch dementsprechend eure Fragen dazu stellen könnt. Ich fange mit einem an, und zwar ist das dieser Empfehlungslink. Das seht ihr hier oder auch hier. Damit fange ich mal an. Das habe ich gerade erklärt, dass du den auch theoretisch ändern kannst. Ja? Kann man machen. Macht auch keinen Unterschied, ob du es machst. Ja? Nur wenn du es später machst und du bist schon länger dabei und du wechselst später mal deinen Link, dann ist wichtig zu verstehen, in dem Moment, wo du dir einen neuen Namen gibst, so wie ich das vor ein paar Monaten gemacht habe, ja, und du gibst dann hier das Häkchen und du gibst dann deinen alten Namen damit ab, dann würde das bedeuten, ein Menschen, den du vielleicht vor 3 Wochen deinen Link gegeben hast, der würde im Nirvana landen, der würde nicht mehr bei dir landen, ja, weil deinen alten Namen gäbe es ja dann nicht mehr. Ja? Das heißt, da müsstest du halt womöglich einfach diesen Menschen nochmal deinen neuen Link schicken. Das hier, seht ihr, ist mein Link. Auch das ist für euch völlig uninteressant, weil dieser Link zählt für euch nicht, sondern für euch zählt nur der Link, der euch eingeladen hat. Ja? Und genau, aber wenn du jetzt dich bei der Registrierung entschieden hast, das ist jetzt mein Name, das klingt für mich gut und du willst aber vielleicht dann in 2 Tagen doch nochmal was ändern, bevor du jetzt das Geschäft loslegst, kannst du das hier tun. Ja, also unter Empfehlungslink findest du ihn. Wichtig ist, wenn du dich entschieden hast, diesen Link haben zu wollen, ihr seht, wenn ich hier drauf gehe, dann erscheint hier die Faust, ja, oder dieser Finger. Und dann würde ich immer empfehlen, linke, rechte Maustaste und kopieren. Und dann schick dir das mal selber zu als E-Mail. Schick es dir selber zu über WhatsApp oder über Telegram. Kopier es dir irgendwo hin, weil ich finde es immer wichtig, den Link hier raus zu kopieren, wenn ich den jemandem schicken will, als selber manuell einzutippen. Weil da könnten Schreibfehler passieren. Ja? Oder da könnte hier, würde hier vielleicht www stehen. Aber nein, es ist https://theroutbrands.com. Deswegen, kopieren die heraus, schick ihn dir selber zu, schick ihn dir aufs Handy, sodass du es immer griffbereit hast, wenn jemand sagt, du, interessiert mich, schick mir mal Informationen zu. Dann kannst du den Link rauskopieren und schickst ihm den zu. Und zwar so, wie er richtig ist, so wie ihn du hier entnommen hast. Okay? Auch wichtige Informationen. Einfach mitdenken und das genauso machen. Alright. Gucken wir uns eine Frage. Auch wenn ich den alten Link nicht freigebe mit dem Häkchen. Wenn du das Häkchen nicht setzt, kannst du den alten nicht mehr nicht frei. Dann gibst du den alten gar nicht frei. Ja, du kannst nicht 2 Links haben, sondern du kannst nur immer einen Link haben. Wenn du, wenn ich das jetzt hier ändern würde und würde jetzt hier Mäuschen hinschreiben und genau, und dann diesen da hier auf Speichern drücken, dann ist mein Name Henrik weg und dann würde ich Mäuschen heißen. Will ich jetzt natürlich nicht. Und deswegen mache ich erstmal das Klickchen hier weg, das Häkchen weg. Genau. Mein Link darf weiterhin so heißen, wie er heißt. Ja? Okay. Also du speicherst hier, du klickst das an und du speicherst es ab, wenn du deinen alten Namen abgeben möchtest und den neuen. Und dann wirst du auch sehen, dann würde sich das hier sofort ändern und dann steht da dein neuer Link. Okay? Gut, ich habe meinen Namen genommen mit Bindestrich in der Mitte. Genau, Henrik-Brottmann, habe jedoch in einem Video gehört, dass man keinen... ja und nein, du kannst das so tun, wenn du es bei der Registrierung gemacht hast, dann wird es akzeptiert. Wenn du jetzt den Namen ändern möchtest und ich würde jetzt sagen, ich will aber Henrik-Brockmann heißen, kann das System das nicht mehr schlucken. Ein Bindestrich wird nicht akzeptiert. Das ginge dann auch theoretisch, aber da müsstest du den amerikanischen Support aktivieren oder unseren Support aktivieren, dann geht das auch. Das können wir nicht machen, das kann aber nur der amerikanische Support machen. Ja. Aber wenn du es anfangs gemacht hast bei der Registrierung und es wurde akzeptiert, dann ist das alles okay. So, ich meine, wenn ein alter Kunde den Link hat und
nicht im Nirvana landen soll, ja, dann gibst du ihm halt deinen, einfach deinen neuen Link, so wie du jetzt dann heißt, so wie du ihn hier findest, ja? Okay. Alright, Empfehlungslink, etwas ganz Wichtiges. Jetzt schauen wir uns mal weitere Dinge an. Wir haben den Shop uns schon angeschaut, das finden wir hier oben. Dann finden wir Bestellungen. Gucken wir uns mal die an, was finden wir bei Bestellungen. Dort sehen wir alle aktuellen und vergangene Orders, die du bei Root gemacht hast. Du hast eine Bestellnummer, das Datum, wann du bestellt hast. Ihr seht, das ist jetzt vom 28. August, meine letzte Bestellung. Und die ist abgeschlossen. Die ist heute übrigens auch angekommen. Also, genau, das haben wir heute den 31. Genau, hat also am dritten Werktag war sie hier in Österreich. Ja, das ist heftig. 3 Werktage in Österreich. Normalerweise heißt es immer 3 bis 5 Werktage nach Österreich. Also, wunderbar. Genau, ich hatte hier einen Fehler gemacht, weil ich doch die Lieferadresse noch nach Österreich noch nicht drin hatte. Deswegen hatte ich das Glück, dass es, man kriegt ja eine E-Mail, deine Bestellung wird bearbeitet. Und dann konnte ich sofort reagieren. Shit, falsche Adresse. Dann habe ich das direkt stornieren lassen, habe meine neue gemacht und alles gut. Und hier ist eine in Bearbeitung, das ist lustig, die bleibt auch immer in Bearbeitung. Da waren wir gerade in Nashville in der Company. Ja, das war vor 4 Wochen mein Prime, das habe ich direkt aus der Company mitnehmen dürfen. Und deswegen, ja, die wird immer und ewig in Bearbeitung sein. Aber im Normalfall ist abgeschlossen oder in meinem Fall dann mal storniert, wenn mir irgendwas passiert ist. Weil wir sind halt, ja, das muss man ein bisschen anders sehen. Das ist, wir haben ja nicht diesen klassischen Haushalt, wo jeden Monat die Produkte hinkommen, sondern wir sind immer unterwegs. Und genau, jetzt haben wir es hier nach Österreich schicken lassen, in unsere Airbnb, wo wir gerade sind. Und deswegen sind bei uns häufig mal die Adressen anders und dann kann mal ein Fehler passieren. Aber viel wichtiger sind die 3 Dinge, die wir hier sehen. Und das gucken wir uns an. Bei dem ersten steht Anzeigen im Deutschen. Anzeigen heißt einfach, du guckst dir nochmal deine Bestellung an. Und was habe ich hier? Upsala, jetzt muss ich nochmal kurz mich hier registrieren. Mache ich mal eben gerade, mein Passwort könnt ihr eh nicht sehen. Und genau, bei Anzeigen siehst du die Bestellung, das, was du bestellt hast. Und ich hatte mir Kaffee bestellt, genau, mit der Bestellung, die heute angekommen ist. Und genau, ihr seht, hier ist die österreichische Adresse. Aber das ist nicht wichtig. Also, aber was ist noch wichtig? Das ist dieses Thema, was du in deinen Bestellungen findest. Auf der einen Seite nochmal deine Bestelldetails, also das, was du geordert hast, wird dir hier angezeigt. Das hier ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich Verfolgen, Tracking, ja, zu gucken, wo ist dein Paket gerade. Jetzt hätte es ja sein können, dass ich heute Morgen nicht da war. Der Postbote hat es in meinem Fall jetzt direkt vor die Haustür gelegt, aber es hätte ja auch sein können, dass er irgendeinen Zettel in den Briefkasten schmeißt. Und ja, und dann wundert man sich in 2 Tagen, wo bleibt denn meine Bestellung? Und dann kann man hier reingucken. Und dann sieht man, wo ist das Produkt? Womöglich liegt es in dem Paketshop. Warum macht er das jetzt gerade nicht? Weil ich immer noch nicht eingeloggt bin. Ich dachte, ich wäre eingeloggt. Okay. Macht er jetzt gerade nicht, aber ihr kennt das. Wenn ihr nicht, ihr dürft es probieren. Da zeigt er dir an, wo ist dein Paket gerade. Ja, womöglich liegt es in einem Paketshop. Und hier kannst du dir deine Rechnung nochmal anschauen und die kannst du dir auch downloaden, wenn du was für deine Unterlagen brauchst. Ja, das sind die 3 wichtigen Knöpfe, die du findest. Übrigens findest du auch hier, wenn du bei Anzeigen draufklickst, ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen, findest du auch hier deine Tracking-Informationen. Okay, irgendwas will er bei mir gerade nicht. Er zeigt es mir nicht richtig an. Okay, whatever. Aber da kannst du auch hier nochmal so draufklicken und das mit dem Tracking scheint hier gerade nicht zu funktionieren. Aber ja, egal. Ihr habt es aber, glaube ich, erkannt, dass das hier alles in diesem Backoffice möglich ist. Gehen wir weiter. Das haben wir unter Bestellungen. Adressen, da kannst du einfach ja, deine Lieferadresse, deine Rechnungsadresse ändern. Im Wallet, das ist eine Geldbörse, da findest du deine Provision. Da findest du alles das, was du mit Root verdient hast. Kannst du das auch downloaden, ja, alles, was du da brauchst, kannst das rückwirkend dir alles in Ruhe anschauen. Jeden einzelnen Cent, den du an Provisionen kassiert hast. Konto-Details, da kannst du deine E-Mail-Adresse ändern, womöglich dein Passwort ändern, Dinge, die für dein eigenes Konto, um hier reinzukommen, wichtig sind. Dann haben wir Statistik. Das schauen wir uns an, aber aus
Datenschutzgründen nicht alles, sondern nur den unteren Teil, weil da oben, ja, da sind Dinge drin, genau, die man nicht unbedingt, oder da ich das ja als Video aufnehme, nicht unbedingt veröffentliche, aber jeder weiß, ich bin schon mit vielen, vielen Menschen in mein Backoffice reingegangen, weil ich grundsätzlich keine Geheimnisse habe. Im Gegenteil, ich möchte sogar, dass Menschen sehen, was hier wirklich möglich ist. Was wir hier sehen, ist gerade, ist der Rang, den du aktuell hast, ja, den nächsten Rang, den du erreichen kannst und willst. Du siehst, wie viele Leute du selber gesponsert hast, wie viele Leute in deinem Team sind. Ja, das sind bei mir hier diese 65.000 Kunden. Wir haben im gesamten Team, und da rede ich von meiner Sponsorin, der Stefanie, meinem Schatz, die mich selbst ins Geschäft gebracht hat, haben wir über 80.000 Kunden mittlerweile. Aber was siehst du hier? Und das sind wichtige Dinge. Und die gilt es für dich einfach mal zu ergründen, mal reinzuschnuppern, mal zu eruieren, was ist denn dort alles hinterlegt. Und alles, was hier hinterlegt ist, findest du immer, indem du hier auf ein Pluszeichen drückst. Das tue ich jetzt in dem Fall hier auch nicht hier oben, weil auch hier sind dann Menschen zu finden, die das nicht unbedingt wollen, ja, sich zu zeigen. Deswegen öffne ich das jetzt mal nicht. Aber ich erkläre euch die wichtigsten Dinge, die ihr hier findet. Hier findest du also deine gesamten Partner, Teampartner. Ja, du findest hier, hast auch die Möglichkeit, dort Menschen zu suchen, ob sie in deinem Team drin sind. Ich könnte jetzt die Margaret Kempe eingeben und dann sehe ich, ist sie in meinem Team, ja oder nein. Hier findest du unter Prime Community findest du alle deine persönlichen Kunden, die auf dem Treueprogramm drauf sind. Und das ist etwas Wichtiges, da mal reinzuschauen, weil da siehst du auch, wann hat dein Kunde sein nächstes Prime? Wann hat er mit Prime angefangen? Du siehst auch, wann war seine letzte Prime-Bestellung? Das sind wichtige Zahlen für dich, um dein Team zu leiten. Und zwar deine persönlichen Kunden, so muss ich sagen. Ja? Wenn zum Beispiel, da könnte es auch mal sein, dass da ein freies Feld ist, ja, bei der nächsten Prime-Order, da hat ihr, oder bei der letzten Prime-Order, dann hat vielleicht jemand mit der Bezahlung nicht funktioniert. Da könnte eventuell ein Kunde von dir seine Treueprämie verlieren, ja, weil irgendwas nicht geklappt hat. Guck dort bitte regelmäßig rein unter der Prime-Community, damit du siehst, da bei deinen eigenen Kunden alles im Sauberen ist. Ja, oder ob du eventuell mal hinterher telefonieren solltest und mal fragen, ob da irgendwo eine Herausforderung ist. Hier, das sind Achievements. Also sprich, man hat, welche Menschen in deinem Team haben gerade einen neuen Rang erreicht oder welche sind kurz davor, einen neuen Rang zu erreichen. Ja? Oder man kann ihnen gratulieren. Hey, du bist jetzt Bronze, du bist jetzt Silber, du bist Bronze 5, whatever. Das findest du in diesen Informationen. Guck dort bitte regelmäßig rein. Hier unter New Members findest du alle neuen Mitglieder in deinem Team. Und zwar alle, die sich registriert haben. Auch diejenigen, die noch nicht bestellt haben. Ja, Menschen, die sich registriert haben als neues Mitglied bei Root, in der Root Family, aber noch nicht bestellt haben aus deinem Team. Ja, womöglich macht es dann mal Sinn, weil du findest auch, wer ist der Sponsor, wer ist der Ansprechpartner von diesem neuen Mitglied. Womöglich mit dem Kontakt aufzunehmen. Du hast vor, ja, 3 Tagen da ein neues Mitglied. Ich sehe, der hat noch nicht bestellt. Ja, können wir da irgendwo helfen? Gibt es vielleicht noch irgendwelche Informationen, die der Mensch benötigt? Sollten wir ihn für den nächsten Produkterfahrungsaustausch einladen? Das hat was mit Business zu tun, ihr Lieben. Es ist dein Geschäft, es ist dein Unternehmen. Und dann ist es auch wichtig, dass du die Kennzahlen deines Unternehmens kennst, weißt, wo du sie findest. All das findest du in diesen Statistiken. Upgradables, ein ganz verrücktes Wort, bedeutet, da ist ein Mensch, der hat 2 eigene Kunden. Das muss ich kurz erklären für alle ganz Neuen hier, die das Video sich das erste Mal anschauen. Jeder kann sich gratis bei Root registrieren. Jeder kann Kunde werden. Oder auch nicht, das darf jeder selber entscheiden. Jeder kann aber dadurch, dass er seinen eigenen Link weitergibt, eigene Kunden generieren und bekommt 15% vom Bestellvolumen. Und wenn er selber 2 eigene Kunden hat, also angenommen, du hast dann 2 eigene Kunden, kannst du ein Upgrade machen zum Ambassador, zum Botschafter. Dann bist du nicht mehr nur reiner Kunde, sondern dann bist du Ambassador. Also du bist in der Hierarchie aufgestiegen und das Ganze kostenlos. Du hast nichts dafür getan, außer womöglich mal ein Produkt bestellt. Und hier unter Upgradables findest du alle in deinem Team, die genau das gemacht haben. Die haben ihre 2 Kunden
aber die haben womöglich noch versäumt, abzugraden. Also ein Upgrade zu machen. Das ist ein Link, den man dann hier findet. Der ist jetzt nicht drin, weil ich bin schon abgegradet, ja. Aber den findest du dort und dann weißt du, oh, da hat jemand vergessen abzugraden. Dann ist es wichtig, mit dem Ansprechpartner mal Kontakt aufzunehmen. Hey, da ist jemand in deinem Team, denn es muss ja nicht nur dein Kunde sein, das kann auch aus der Tiefe deiner gesamten Community sein. Da ist jemand, der hat zwei Kunden, der hat aber noch kein Upgrade gemacht. Gibt es da einen Grund für? Will der vielleicht einfach Kunde bleiben, was ja sein kann? Ja? Oder aber will der upgraden, damit er auch weitere Provisionen verdienen kann? Weil wenn du upgradest, dann kriegst du nicht nur die 15% auf deine Kunden, sondern auch 10% auf die Kunden deiner Kunden. Und dann hast du auch tägliche Rewards, ja, einen täglichen Bonus auf deinen gesamten Umsatz, deiner gesamten Community. Und das sind Dinge, die es zu wissen gilt. Genau, und solche Menschen findest du hier. Das hier ist wichtig. Rank History, auch von deinen Partnern. Ich erkläre es dir mal so. Du hast die Möglichkeit, unter diesem Punkt, warte, ich erkläre es euch hier, unter der Genealogie, das ist also direkt unter der Statistik, kannst du draufgehen und Menschen finden aus deinem Team. Und wenn du diesen Menschen anklickst, dann siehst du dieselbe Statistik, die du bei dir siehst. Das, was du hier unter Statistik für dich findest, also all die Zahlen, die hier drüber sind, auch diese Zahlen hier unten drunter, die findest du dort von dem Menschen, der aus deinem Team ist. Und dann kannst du mal gucken in seiner Rank History, das ist jetzt deine eigene Rank History, aber du kannst auch über die Genealogie deine Kunden finden oder deine Partner finden und dann kurz kannst du dessen Rank History dir anschauen. Ja? Ah, und siehst, erkennst dann womöglich, oh, der ist gerade in der Qualifikationsperiode für den nächsten Schritt, für den nächsten Rank. Ja? Oder aber der hat gerade den neuen Rank erreicht. Ja? Dann kannst du ihm gratulieren. Diese Dinge findest du hier. Beschäftige dich damit. Produkthistory, das kann ich öffnen, weil das sind meine eigenen Produkthistories. Oh ja, ihr seht, ich habe schon 29 Clean Set getrunken, allein über diesen, ja, und 14 Mal Trinity Pack, also es sind noch weitaus mehr Clean Slate, plus 10 Relief Greens, 5 Mal Restore bestellt und so weiter und so fort. Ja, alles, was du hier siehst, das sind alle Bestellungen, die man selber sich mal durchbestellt hat. Genau, ich habe erst einmal Ram Rose bestellt, vorher hat es mein Schatz bestellt, Trinity Pack, Trinity Paket 1 oder Trinity Pack Plus, all diese Dinge findest du hier in deiner Produkt-History. Und in der Order History, und das ist nochmal etwas ganz Wichtiges, findest du deine eigene Historie. Wir haben gerade gesehen, warte, wo war das hier? Bei Bestellungen. Ja, da haben wir auch gesehen, alle Bestellungen der Vergangenheit. Aber, ja, hier könnte ich jetzt runterscrollen und da geht es halt auch noch weiter. Da könnte ich alle Bestellungen mir anschauen. Aber gewöhnt euch einfach an, dass ihr hier guckt unter Order History, weil hier seht ihr, ob jemand bestellt hat als treue Kunde, also Prime, RPS, oder wenn hier kein Prime steht, dann ist es eine normale Bestellung, ja, also über den Warenkorb. Und wenn hier ein Prime dahinter steckt, also Klammer auf, RPS, Klammer zu, dann ist es wichtig, das braucht ihr als Information, um zu wissen, wann eure nächste Treueprämie kommt. Oder aber, wenn ein Kunde bei euch im Team ist oder ein Partner aus eurem Team ist, dann seht ihr, okay, der hat jetzt seine 4 Prime-Bestellungen, der kriegt jetzt seine Treueprämie. Oder dem fehlt noch eine. Oder aber der hat einen Monat zwischendurch ausgesetzt. Ja, dann ist er wieder neu angefangen. Alles Dinge, die ihr hier in der Order History für eure Kunden wiederfindet. Kannst du dort bitte kurz noch auf das Verschieben der Prime eingehen? Das machen wir gleich, Katja, ja. Und die Regula fragt mich, darf ich dich, Henrik, fragen, wie du in gut 3 Jahren zu 65.000 Kundinnen gekommen bist? Ja, wie ist sowas möglich? Ich sag's euch, indem ihr einfach das macht, was wir von Anfang an getan haben. Nicht von Anfang an. Also wer unsere Zahlen kennt und auch das sind ja alles keine Geheimnisse. Wir
ich habe es gerade schon mal gesagt, wir legen ja auch unsere Zahlen offen, was Umsätze angeht, was Provisionen angeht. Ich habe da im Januar diesen Jahres mal ein Webinar gemacht. Das Video findet man womöglich auch noch in den Dunkeln des Internets, wo ich mein ganzes Backoffice geöffnet habe. Und ja, weil, wie gesagt, Authentizität finde ich einfach wichtig. Wir tun das nicht oder ich habe das nicht getan, um irgendwie anzugeben, sondern einfach um zu zeigen, was wirklich möglich ist, ja, was man mit Root alles bewegen und erreichen kann. Wenn du mich fragst, wie ich auf 65.000 Kunden gekommen bin, dann ist das ja nicht meine Aufgabe, nicht mein Job gewesen. Im Gegenteil, wenn wir hier mal hochscrollen, ihr habt es vielleicht gerade gesehen, ich selber habe persönlich nur 72 Kunden eingeschrieben. Das sind meine persönlichen. Ja, das ist nicht viel. Da gibt es Leute, ganz viele Leute in unserem Team, die haben weitaus mehr. Ja, aber bei mir geht es halt immer um Duplikation. Ja, nämlich, ja, und das ist ja auch das, was wir in unseren Trainings machen, was wir in unseren Coworking Spaces machen, was wir in unseren Führungskräftetrainings machen, dass wir Menschen anleiten, wer ist die richtige Zielgruppe? Wo finde ich diese Zielgruppe? Wie kommuniziert man mit dieser Zielgruppe? Wie dupliziert man? Ja? Oder die Susanne macht gerade eine wunderbare Trainingsserie. Na, da profitieren ja auch gerade ganz viele von euch, ja, sich sichtbar zu machen. Wie finden Menschen einen selber? Ja? Es gibt so viele Dinge, aber ich gebe dir den wichtigsten Tipp dazu. Keine Hemmungen zu haben, nämlich wenn du davon ausgehst, dass ich nur 72 Menschen habe und daraus haben sich 65.000 Menschen entwickelt, dann sind es also diese 72 Menschen, die das bewerkstelligt haben, nämlich so viele Menschen aufzubauen. Und ich habe sie einfach nur geleitet, ich habe sie trainiert, ich habe sie begleitet mit all meinem Know-how, mit all den Dreierkonferenzen. Ich sprach gerade im Business-Training darüber, ja, eine Arbeitsweise zu praktizieren, die funktioniert. Und das bedeutet Duplikation, das bedeutet für mich Dreiergespräche. Ich habe hunderte von Dreierkonferenzen gemacht mit meinen Partnern, mit meinem Partner und seinem Interessenten. Und so eine Arbeitsweise dupliziert, die funktioniert. Und wir haben eines gemacht, es war im Februar 2021, wir waren also noch nicht allzu lange mit Root unterwegs, da haben wir verstanden, wie wertvoll dieser Marketingplan ist, ja, wie schnell und effektiv man hier Geld verdienen kann. Und dann haben wir ein Training gemacht, Think Big hieß das, also denke groß. Und dieses Training ging darum, an die Großen ranzugehen. Und das ist eine Botschaft, die ich auch dir mitgeben möchte. Wenn du wirklich erfolgreich werden willst mit Root, dann ist am Anfang das hier, ja, one by one. Du hast dieses Gespräch mit Tante, Mutter, deinen ersten Kunden, den Nachbarn, Arbeitskollegen. Das ist völlig normal. Ja, das sind die Menschen, die du kennst, die gesundheitliche Herausforderungen haben und die du für dieses Geschäft gewinnen willst. Wenn aber diese Menschen das Produkt verstanden haben, wenn diese Menschen ihre eigene Story haben, na, ihr erinnert euch, du brauchst eine eigene Geschichte, dann fang parallel an, mit dieser Geschichte zu arbeiten und gehe an die Großen. Was meine ich damit? Da draußen gibt es Menschen, ihr Lieben, die haben das, was du gerade startest, schon vor 3 Jahren gestartet, vor 5 Jahren, vor 2 Jahren, vor 1 Jahr. Die haben also auf Instagram, auf Social Media, auf anderen Kanälen, auf YouTube oder durch andere Vertriebsnetzwerke sich schon ein großes Netzwerk aufgebaut. Was hindert dich daran, an die Großen ranzugehen? Was hindert dich daran, Menschen zu finden, die genau das schon getan haben, nämlich große Netzwerke zu haben? Die Frage ist nur, traust du dir das? Und das ist eine Frage der Entwicklung. Als ich vor 10 Jahren in dieser Industrie gestartet bin, habe ich mir das nicht getraut. Ich habe mich einfach nur hinter meinem Computer versteckt und habe jeden Tag Menschen angeschrieben. Anfangs katastrophal schlecht, aber ich habe natürlich lernen dürfen. Ja, ich reflektiere immer wieder meine Wege, meine Arbeitsweisen. Und so habe ich über die Zeit mir ein großes Netzwerk aufgebaut. Und deswegen war es für mich relativ leicht, den richtigen Menschen hier bei Root zu starten. Und du darfst aber heute da starten, wo ich vor 10 Jahren gestartet bin, nämlich mit Menschen in die Kommunikation zu gehen, zu lernen, wie man Vertrauen aufbaut, zu lernen, wo man seine Zielgruppe findet, zu lernen, wie man mit den Menschen kommuniziert. Weil es geht nicht um den Verkauf. Es geht nicht darum, ein Produkt irgendwo zu platzieren, um dann 15% zu bekommen. Sondern es geht darum, authentisch zu sein, ehrlich mit den Menschen zu sein, ein Netzwerk sich aufzubauen. Und das braucht Monate und das braucht Jahre.
Aber mit diesem Businessmodell hast du es viel leichter, als ich es vor 10 Jahren hatte oder jeder andere da draußen, der im Network Marketing oder im MLM oder im Direktvertrieb arbeitet. Weil dieses System von Root ist nicht zu vergleichen mit diesen Dingen. A, schüttet Root viel, viel mehr Geld aus als klassisches Network Marketing. B, gibt es keine Starterkosten, keine Folgekosten, keine Verpflichtungen, sondern jeder kann arbeiten nach eigenem Dünken, mit komplettem freien Kopf und kann sich dieses Netzwerk aufbauen. Die Frage ist nur, und das nochmal, bist du bereit, an die Großen ranzugehen? Bist du bereit zu lernen? Bist du bereit, dir auch mal ein paar Backpfeifen zu holen? Ja, also Enttäuschungen, ja, aber du bist bereit, diesen Weg zu gehen. Und das lehren wir in unserem Coworking Space und in Führungskräftetrainings. Und da werden wir jetzt gerade auch was Neues vorstellen in den nächsten Tagen auf unserem großen Event in Schweinfurt. Ihr Lieben, jeder kann das. Ja, ist nur die Frage, ob du diesen Weg bereit bist, mit uns zu gehen. Treueprämie, kommen wir gleich darauf. Ja? Das generelle Provisionssystem, Verena, kann man studieren. Insofern, es gibt eine Videoserie, eine 10-teilige. Dort findest du auch ein Marketingplan-Training. Dort findest du auch über diese Arbeitsweisen, über die Dinge, die ich gerade gesprochen habe, findest du alle Informationen. Lass dir das bitte zuschicken. Ja? Oder das findest du in unserer Telegram-Gruppe, wenn du dort eingeladen bist. Dann findest du oben angepinnt unter anderem diese Videoserie, wo du all das lernen wirst. Muss ich bei der Bestellung Warenkorb und APS eingeben? Nein, entweder Warenkorb oder Prime. Warenkorb ist das, du bestellst jetzt und kriegst morgen das Produkt zu dir zugeschickt. Prime bedeutet Treueprämie, ja, darüber reden wir jetzt gleich. Aber das kannst du frühestens für morgen installieren und dann geht das Produkt halt frühestens übermorgen raus. Oder du machst es zum 15. des Monats oder zum 10. des Monats, so wie du es haben willst, und dann wird es automatisch aktiviert. Genau. Also, Order History, um das abzuschließen, ist wichtig, um zu sehen, was war eine Prime-Bestellung, was war eine normale Bestellung und wann habe ich Anspruch auf meine Treueprämie. Und jetzt, ihr Lieben, gehen wir hier weiter ins Detail und gucken mal uns noch ein paar Dinge an. Statistik, Genealogie haben wir jetzt drüber gesprochen. Dokumente. Dokumente bedeutet, du hast die Möglichkeit, über Dokumente dir viele Sachen downzuloaden, die du brauchst. Und zwar immer in verschiedenen Sprachen. Und wenn du draufklickst, würde ich jetzt die deutsche rechtliche Absicherung, die Compliance, ja, also die Rechtsabsicherung mir downloaden können. Hier finde ich, wie kann man die Produkte nutzen in Deutsch zum Download. Hier kann ich mir eine Geschäftspräsentation anschauen, in Deutsch oder in anderen Sprachen zum Download. Hier kann ich mir den Marketingplan zum Beispiel downloaden. Ja? Welche 5 Wege gibt es, um Geld zu verdienen? Alles in Deutsch. Ja? Was sind die Fakten? Ja? FAQs, Fragen, Antworten. Wie sieht der Rewardplan aus? Und wie sieht der Compensation Plan aus? Kann man sich da downloaden? Oder aber Produktinformationen zu den unterschiedlichsten Produkten. Einfach draufklicken und downloaden. Dosage Instructions, also ja, wie nehme ich die Produkte ein? Ja, wir haben gerade schon mal sowas gesehen. Hier kann man es sich nochmal downloaden. Bill & Co. Tierserie, ja, zu den einzelnen Produkten für die Tiere downloaden. Das ist der TRYDAIR, ein Luftfilter, ja, den es aber nicht mehr in der gesamten Auswahl gibt. Wunderbares Produkt haben wir auch alle hier. Hier sind die Tried Airs. Das sind Dinge, die man sich ja, als Luftfilteranlage, seine Kooperation, die Root hat mit einem anderen Unternehmen. Genau. Oh, Third Party ist gerade nicht da. Da verändern sich auch mal Dinge. Hier ist der Kaffee. Ja, Fakten zu unserem wunderbaren Kaffee. Wow, in so vielen Sprachen mittlerweile. Immer interessant. Labels, Clean Slate. Und hier bei MISC, also Verschiedenes, kann man sich ganz viele Dinge downloaden. Ja? Die Guideline oder aber in welchen Ländern kann man aktuell arbeiten. Genau. Oder aber die Zertifizierung zu den einzelnen Produkten. Oder aber unser Dr. Keshkesh aus Ungarn, der hier eine Präsentation macht für Sportler, für Athleten. Schaut euch dort um, ladet euch die Dinge runter, guckt es euch an, beschäftigt euch damit. Sei in Schweinfurt einfach dabei. Das kann ich nur jedem empfehlen. Tickets gibt es noch, ganze Wochenende 169 €, 2 Tage, volles Programm, ja, mit Essen, Getränke, alles inkludiert. Und genau, was wir dann nach Schweinfurt dann davon veröffentlichen, werden wir mal schauen. Wir werden in Schweinfurt unsere neue Webseite auch veröffentlichen, präsentieren erstmalig der Weltöffentlichkeit und da passieren wunderbare Dinge. Dazu werde ich heute Abend übrigens noch ein paar Posts setzen in unseren Gruppen. Und jetzt, ihr Lieben,
konzentrieren wir uns auf Prime. Prime ist unser Treueprogramm. Genau, super tolle Infos dort drin zu finden, definitiv. Freue mich schon, das freut mich auch. Und ja, dann sehen wir uns dort. Also, was ist Prime? Also nochmal, es gibt den Warenkorb, die Bestellung heute bestellen, einfach mal testen. Oder aber du sagst, Mensch, ich will das jetzt mal nicht nur einen Monat testen, sondern ich entscheide mich direkt für das Treueprogramm, was ich jedem auch Neukunden schon mit der Erstbestellung empfehlen würde. Warum? Grundsätzlich macht es, ja, natürlich kannst du einfach mal Clean Slate 4 Wochen lang testen. Aber stell dir mal vor, du bist Mitte 40, hast 20 Jahre lang, 30 Jahre lang den Rucksack, deinen Körper nicht ruiniert, will ich gar nicht sagen, aber belastet mit Giftstoffen, mit Toxinen, mit Quecksilber, mit Aluminium. Und dann macht es natürlich auch Sinn, einfach mal eine klare Entscheidung zu treffen, dass ich mir jetzt ein paar Monate lang Zeit lasse. Ich gebe meinem Körper die Zeit, mich an das Produkt zu gewöhnen, den Körper zu entgiften, ja, die Produkte auszuprobieren. Und dann macht es Sinn, also von Anfang an sich zu committen und zu sagen, ich werde das mal mindestens 4 Monate oder 8 Monate oder ein Jahr oder auch dauerhaft testen und oder nehmen. Und wenn du es mindestens 4 Monate lang nimmst, dann macht dieses Prime definitiv Sinn. Warum? Weil es alle 4 Monate, also nicht nur einmal, sondern alle 4 Monate gibt es eine Treueprämie. Und als Prime-Kunde hast du darüber hinaus wesentlich mehr Vergünstigungen. Und das gucken wir uns an. Also Prime hat insgesamt 4/5 Möglichkeiten, Geld zu sparen. Erst einmal bedeutet Prime, in dem Moment, wo du Prime-Kunde bist, kriegst du alle 4 Monate eine Treueprämie. Und diese Prämie findest du dann hier unter, ich kann da sogar draufklicken jetzt, weil meine Prämien, die da drin sind, sind schon verbraucht. Das heißt, du findest dann diesen Button und dann kannst du da draufklicken und dann kannst du dort einen Code finden, den du rauskopieren kannst. Ihr braucht euch meine Codes jetzt nicht rausfotografieren, weil die sind schon verbraucht. Aber das ist einfach eine Möglichkeit, um Geld einfach 50 oder 100 Dollar jede 4 Monate zu bekommen. Ja, hier seid ihr die Gutscheincode. Diesen Gutscheincode, den kann man sich dann dort rauskopieren und bei einer normalen Bestellung, bei einer Warenkorbbestellung für sich selber nutzen. Jeder Code hat einen Wert von 50 Dollar. Also entweder man kriegt 50 Dollar oder du kriegst sogar 100 Dollar Gutschrift, also als Gutschein. Woran unterscheidet sich 50 oder 100 Dollar? Ganz einfach. Wenn du in diesen 4 Monaten, wo du Prime-Kunde warst, und zwar aufgepasst, 4 aufeinander folgende Monate, ohne Pause, ohne Unterbrechung. Ja, also sprich August, September, Oktober, November. Dann bekommst du aufgepasst am 15. Dezember, also immer am 15. des Folgemonats, also am 15. des 5. Monats, bekommst du diese Gutschrift. Mein nächster kommt am 15. September. Ich habe jetzt gerade meine 4. Prime-Bestellung wieder hinter mir und am 15. September sehe ich die neue Prämie hier drin von 100 Dollar. Hast du in diesen 4 aufeinanderfolgenden Monaten einen Wert von 700 Dollar überschritten, kumuliert? Ja, kann also einmal 100 sein, einmal 400 sein, einmal 200 sein, spielt gar keine Rolle. 700 Dollar in 4 Monaten überschritten, dann bekommst du 100 Dollar. Bist du unter 700 Dollar kumulierter Bestellwert, kriegst du 50 Dollar. Also machen wir es ganz einfach. Du bestellst 4 Monate lang jeden Monat nur ein Clean Slate. Ein Clean Slate kostet 74 Dollar. Märchensteuer, also Mehrwertsteuer und Versand obendrauf. Ja, dann bekommst du 50 Dollar Gutschrift nach 4 Monaten. Wenn du 50 Dollar durch 4 teilst, sind das 12,50 Dollar, die dich dann diese Flasche Clean State weniger kostet, als wenn du kein Prime-Kunde wärst. Denn wenn ich jeden Monat meine 74 Dollar ausgebe und ich kriege dann 50 Dollar geschenkt, dann kann ich ja 50 Dollar durch 4 teilen und das sind 12,50 Dollar, dann hat mich mein Clean State 12,50 Dollar weniger gekostet. Und das macht Sinn. Ja? Das ist aber die eine, nur die erste Vergünstigung. Die nächste Vergünstigung ist die, dass du ab dem 2. Monat keine Portokosten mehr zahlst. Die Mehrwertsteuer können wir nicht ändern. Das will der Papa Staat haben. In Deutschland 19%, in Österreich 20%, in jedem Land anders.
Diese Märchensteuer, die zahlen wir immer. Wer macht hier eine Sauerei? Irgendeiner schreibt mir gerade auf meinem Bildschirm hier. Aber die Portokosten, danke, die kannst du dir sparen. Nicht bei der allerersten Bestellung. Das heißt, ob du deine erste Bestellung über Warenkorb machst oder über Prime. Diese 11,95 Dollar sind es übrigens, zahlst du beim allerersten Mal immer. Jetzt könntest du sagen, 11,95 Dollar, warum so teuer? Ganz einfach, das ist eine Mischkalkulation. Ja, wenn du für 500 Dollar Produkte bestellst, zahlst du auch nur 11,95 Dollar. Diese 11,95 Dollar beinhalten, die Produkte werden in Amerika produziert, gehen per Schiff oder per Flieger nach Amsterdam oder nach Rotterdam, gehen von dort aus in das deutsche Lager, denn das haben wir, genauso wie ein Schweizer Lager. Und von dort aus gehen die Produkte dann zu dir. Und all diese Kosten werden mischkalkuliert, 11,95 Dollar pro Bestellung. Und wenn du aber Prime-Kunde bist, zahlst du diese 11,95 Dollar nur ein einziges Mal, nämlich bei deiner ersten Bestellung. Ab der zweiten Prime-Bestellung sind diese 11,95 Dollar futsch, weg. Brauchst du nicht mehr bezahlen. Das heißt, du zahlst also, du kriegst also nicht nur jede 4 Monate deine Treueprämie, sondern du sparst auch noch ab dem zweiten Monat für jede Bestellung 11,95 Dollar. Also hier geht es richtig um Geld. Jetzt kommt der dritte Vorteil. Jetzt mal angenommen, du hast dein Prime laufen, immer zum 10. eines Monats und du kriegst deine Ware und du machst immer das Trinity-Paket. Kriegst also jede 4 Monate 100 Dollar zurück, wunderbar. Und jetzt sagst du aber, hey, jetzt will ich mal eine Zwischenbestellung, ich will mir mal den Kaffee probieren, weil ich habe ja schon Provision verdient, ja, und mit meiner eigenen Provision oder mit meinem Gutschein, den ich habe, probiere ich jetzt mal den Kaffee oder das Give Me Back My Youth oder das Relive Greens oder die Tierprodukte. Und du machst eine extra Bestellung über den Warenkorb, also eine normale Bestellung über den Warenkorb. Dadurch, dass du Prime-Kunde bist, kriegst du 2 Bestellungen im Monat auch noch portofrei. Das heißt, du kannst also dein Prime einfach weiterlaufen, für mich aus auch nur mit dem Clean Slate. Und alles, was du darüber hinaus zwischendurch dir mal bestellen willst, das bestellst du einfach über den Warenkorb. Solange du aktives Prime-Mitglied bist, kriegst du diese 11,95 Dollar, brauchst du nicht bezahlen. Für 2 Zusatzbestellungen, und zwar zwischen diesen 2 Prime-Bestellungen. Also wenn du vom 10. bis zum 10. deinen Prime hast, hast du in diesem Zwischenzeitraum 2 Bestellungen frei, portofrei. Würdest du eine dritte Zwischenbestellung machen, hättest du Porto da drauf. Deswegen achte darauf, wenn du Prime machst und mach es sofort, mach es mit der ersten Bestellung, dann kannst du Prime aktivieren für morgen, das zeige ich euch jetzt. Ja, nämlich wenn wir hier runter scrollen, dann sehen wir erstmal hier, wir sehen hier, ich habe seit November 2021 mein Prime aktiviert, seitdem gibt es dieses Programm. Meine nächste Prime-Bestellung ist am 28. September. Ich könnte mit einem Mausklick hier mein Prime stornieren, wenn ich es wollte. Hatte ich übrigens auch schon mal. Ja, weil wenn man viel auf Reisen ist, dann hat man irgendwann genug Produkte und dann haben wir gesagt, okay, jetzt mache ich einfach mal 1-2 Monate Pause und dann kann ich es wieder aktivieren. Alles ganz einfach. Aber es gibt kein Dauerabo, sondern du kannst es jederzeit selber stornieren. Ich würde es halt nur nicht stornieren, bevor nicht zumindest mal die ersten 4 Monate vorbei sind, damit du deine Treueprämie bekommst. Jetzt bist du hier total flexibel. Du kannst sagen, hey, ciao. Ups, warte ganz kurz. Mal eben was hier wegschieben. Ich habe jetzt hier drin gehabt, ein CleanSet und ein Environ-Skin habe ich mir jetzt reingepackt. Oder das ist schon länger und ich hatte ja mein Kaffee dann über eine normale Bestellung gemacht und habe das dann zu Prime konvertieren lassen, weil ich ja meine Stornierten, das spielt aber keine Rolle, ihr habt das gerade bei mir auf der Bestellung gesehen, bei mir war ein bisschen durcheinander aufgrund der Lieferadresse. Aber ich könnte sagen, hey, beim nächsten Mal brauche ich kein Clean Slate, dann haue ich das hier raus und dann verschwindet das. Und ich will meinen Environment Skin haben, aber will noch einen Artikel hinzufügen. Dann klicke ich da drauf und ja, ich muss die Seite jetzt verlassen, meine Prime-Seite, ja, weil er geht jetzt mit mir in den Shop hinein. Wir spielen das mal durch und ich glaube, klickt mir jetzt noch ein Zero-In dazu. Bitte, alles, was ihr macht bei Prime, immer nur einmal klicken.
Und ihr seht, ich mache nichts. Meine Hand ist hier. Und ich warte, bis der selber umspringt. Nicht doppelklicken, nicht unruhig werden, weil Prime hat manchmal immer ein, zwei Sekunden Nachlauf. Lasst alles das System machen. Ihr seht, jetzt ist das Zero-In dazugekommen. Und ihr seht, jetzt sind es 202 Dollar. Und ihr seht, sie ist, da war ich sogar, bei der letzten war ich noch in Las Vegas. Genau, und dann habe ich sie aber in Nashville mir entgegengenommen. Und hier, genau, also. Ihr seht, all das passiert hier automatisch. Der Preis wird automatisch übernommen. Und jetzt mache ich mal noch eins. Jetzt mache ich mal, ich sage, ich will zwei Zero-In haben. Jetzt ändere ich die 1 in eine 2. Zack. Klicke einfach hier nebenan aufs weiße Feld. Ihr seht, er arbeitet und hat automatisch hier den Betrag übernommen. Jetzt hat er es gemacht. 295 Steuer. Hier im Wallet, aus meinem Wallet, also aus meinem eigenen Geldbörse, also das an Provision, übernimmt er hier 223. Und jetzt müsste ich hier 96 per Kreditkarte zahlen. Da sage ich mir jetzt, okay, Quatsch, ich habe ja genug auf meinem Wallet. Ich will alles per Wallet bezahlen. Dann markiere ich das und aufgepasst, was jetzt, ne, guck mal genau hin. Ich gebe jetzt 500 ein und automatisch übernimmt er den Betrag als Rechnungsbetrag und zack, jetzt ist er umgesprungen und ist hier auf 0. Ich mache das ganz bewusst euch vor, damit ihr seht, lasst dem System Zeit. Ja? Root Prime hat so ein bisschen ein Eigenleben. Ja, Root Prime funktioniert, aber man muss halt manchmal ein bisschen Geduld haben. Ihr seht, mein nächstes Prime-Datum ist am 28.09. Jetzt wären es diese Produkte, die ich in meinem Prime hätte. Und das kann ich aber, wie gesagt, jederzeit auch hier wieder ändern. Und ich sollte nur meine Lieferadresse nächstes Mal rechtzeitig ändern, damit mir da dieser Fehler wie vorgestern nicht wieder passiert oder vor 3 Tagen. Wichtig ist, dass man immer eine Zahlungsmethode hat. Auch wenn ihr seht, ist eigentlich genug Geld bei mir drauf, aber trotzdem ist immer eine Kreditkarte hinterlegt, weil es könnte ja mal sein, dass nicht genug drauf ist, weil ich mir was auszahlen lassen habe. Dann wäre es wichtig, dass das, dann ist wichtig, dass immer PayPal oder eine Kreditkarte hinterlegt ist. Wenn immer ihr irgendwas ändert, ja, hier Häkchen setzen und wieder auf Speichern klicken. Und jetzt auch da, ich speichere das jetzt ab, ich lasse ihn arbeiten, ich klicke nirgendwo mehr drauf. Und lass dem System seine Zeit. Und er wird automatisch umspringen, nämlich genau dahin. Und jetzt klicke ich an und gucke mir nochmal mein Prime an, ob alles so ist, wie ich es haben will. Ihr seid selber verantwortlich dafür, dass euer Prime aktiv ist, dass euer Prime so ist, wie ihr es haben wollt. Ihr könnt im Nachgang nicht sagen, ja, aber ich hatte ja, ich wollte ja eigentlich andere Produkte haben oder nein. Prime ist in eurer eigenen Verantwortung. Wenn Prime mal nicht funktioniert, weil eure Kreditkarte nicht gedeckt ist oder weil irgendein Fehler gemacht worden ist, weil ihr vielleicht nicht abgespeichert habt, was häufig passiert, ihr seid selber dafür verantwortlich, dass euer Prime funktioniert. Wenn hier ein Fehler passiert und ihr irgendwas falsch gemacht habt oder ihr was verändert habt, hier bei den Produkten, aber ihr habt zum Schluss nicht abgespeichert, hier Häkchen gesetzt und abgespeichert, dann hat das System das nicht übernommen. Dann könnt ihr nachher nicht sagen, wollte ich aber so nicht. Ihr seid dafür selber verantwortlich. Es ist ein automatisiertes Programm. Hier steckt niemand hinter und guckt und kontrolliert, ob alles so ist, wie ihr es haben wolltet. Ja, deswegen bewusst beim Prime mit darauf achten und ich bin da auch manchmal ein bisschen schlurig drin, ja, aber ihr seht, wann das nächste Datum ist, packt es euch in den Kalender rein, dass ihr wisst, 2 Tage vorher, ey, schnell mein Prime verändern, ja, schauen, dass mein Wallet gedeckt ist oder meine Kreditkarte gedeckt ist, damit da keine Fehler passieren. Jetzt gucke ich mir eure Fragen dazu an. So, zählt eigentlich der 5., sprich der Auszahlungsmonat schon wieder als erster Monat für die folgenden 4 Monate? Natürlich, du kriegst am 15., also nicht, ja, im 5. Monat, also am 15. des 5. Monats bekommst du deine RPS-Prämie. Aber wenn du am 10. dein Prime laufen hast und ja, dann am 10. September startet dann schon wieder der erste Monat für die nächsten 4 Monate. Das ist richtig. Richtig. Wo sehe ich, ob ich schon Prime-Kunde bin? Indem du guckst, ob hier oben dein Prime aktiv ist oder nicht. Und du siehst, ob deine eigenen Kunden Prime-Kunden sind. Unter Statistik haben wir uns gerade angeschaut.
Prime Community. Da siehst du, ob deine Kunden auch ein aktives Prime haben oder nicht. Genau, du sparst dir $11,95 ab der zweiten Bestellung. Nein, die Märchensteuer, also die Mehrwertsteuer, die bezahlst du. Ja, ich liebe auch diesen Begriff Märchensteuer. Das sage ich, glaube ich, auch fast immer automatisch. Ja? Also die Zahlen, die können wir nicht, die können wir nicht, da können wir nichts dran machen. Die will der Papa-Staat haben. Ja? Aber hier, die $11,95, die sparst du. Kann ich mit meiner Treueprämie auch mein Prime bezahlen? Nein, Petra, das geht nicht. Wenn du deine Treueprämie hast, also hier unter Prämie, dann kannst du das nur für eine Extrabestellung nutzen. Und dann gibt es ein, wenn du in diesem Warenkorb drin bist, ja, unter Warenkorb hier dann deine Produkte hast und du gehst dann da einen Schritt weiter, dann findest du dort ein Feld, wo du diesen Coupon eingeben kannst und dann aktualisierst du das, dann zieht er automatisch die $50 ab. Dann kannst du dann die zweite eingeben, du kannst auch 4 eingeben, du kannst so viel eingeben, wie du willst. Vielleicht hast du ja mehrere dieser Treueprämien, ja, schon über die letzten Monate angesammelt. Du kannst deine Treueprämie auch verschenken. Ja, also auch dein Kunde, deine Mutter könnte mit deiner Treueprämie bestellen. Das geht auch. Ja? Aber du kannst nicht mit der Treueprämie dein Prime bezahlen, sondern nur eine extra, eine Warenkorbbestellung. Ich habe mich sofort für Prime entschieden, gestern das erste Mal von Ruth gehört und ich wusste sofort, das ist es. Verena, ich liebe dich jetzt schon. Du machst alles richtig. Sehr gut. Muss man die Produkte im Kühlschrank aufbewahren, wenn sie geöffnet sind? Nein. Was ich empfehlen würde, ist, wenn es so heiß war wie jetzt, ja, dann würde ich das Restore im Kühlschrank nur machen. Aber ich, dadurch, dass wir im Wohnmobil viel unterwegs sind, wir haben es auch im heißen Wohnmobil liegen, macht dem Produkt nichts. Auch das Clean Slate geöffnet macht nichts. Kannst du, ja, genau. Aber empfohlen wird es natürlich schon, es in trockenen, gerade jetzt so dieses Pulver wie Relive Greens und Give Me Back My Youth, das würde ich jetzt nicht im Kühlschrank aufbewahren und auch nicht oder vor Sonneneinstrahlung schützen. Genau. Das Datum verschieben wollte ich noch ansprechen. Wunderbar. Das tue ich. Und zwar, grundsätzlich ist es so, was ich jedem empfehle, ja, Verena haben wir gerade gehört, die hat ihr Prime sofort mit der Erstbestellung aktiviert. Und natürlich kann man dieses Prime-Datum, indem ich hier draufklicke, verändern. Aber es gibt ein paar Regeln. Grundsätzlich die wichtigste Regel: Es macht keinen Sinn, 2 Prime-Bestellungen im Monat zu haben. Also jetzt angenommen am 1. September und dann hast du das bekommen und dann machst du für den 28. September nochmal eine Prime-Bestellung. Das hilft dir gar nichts. Ja? Es wird auch nicht gezählt als zweite Prime-Bestellung, weil eine Prime-Bestellung im Monat 4 aufeinanderfolgende Monate. Nur das zählt. Für deinen Gutschein zählen auch nur die 4 Prime-Bestellungen auf 4 aufeinanderfolgende Monate. Also nicht jede Zusatzbestellung zählt nicht zu den $700 dazu, um womöglich $100 Gutschein zu bekommen. Dein Prime von einer zur nächsten Prime-Bestellung sollte, ist mindestens 20 Tage. Angenommen, ich habe jetzt am 28. Februar, am 28. August meine letzte Prime-Bestellung bekommen. Mal angenommen, ich würde jetzt den 8. September hier einstellen und jetzt abspeichern. Das würde er zwar hier womöglich annehmen, aber wenn dann der 8. September gekommen ist, springt er automatisch auf den 9. Am 9. springt er automatisch auf den 10. Weil er braucht mindestens 20 Tage von einer Prime-Bestellung zur nächsten, um das überhaupt zu akzeptieren. Das System im Hintergrund. Ja? Deswegen, ich empfehle dir, entscheide dich für ein Datum und bleibe dauerhaft dabei. Ja? 28. ist jetzt bei mir. Ich habe immer mal variiert schon in der Vergangenheit, ja, aber das hat dann eher was mit meinen Reisen zu tun. Aber grundsätzlich, wenn du sagst, ich kriege am 10. mein Geld, hey, dann packst du am 12. drauf. Ja? Dann weißt du, deine Kreditkarte ist gedeckt, dann mach dein Datum und bleib beim 12. Und alles, was du zwischendurch machst, machst du halt einfach mit einer Warenkorbbestellung. Was aber wichtig ist, was passieren kann, ist, du hast es am 28., wie jetzt in meinem Fall, und plötzlich hat irgendwas nicht funktioniert. Vielleicht hat das System auch einen Fehler gemacht. Ja? Also ich nehme Prime nicht in Schutz. Prime hat ein Eigenleben, kann auch schon mal irgendwas nicht funktionieren. Dann hast du eine Chance, nämlich um deine Treueprämie nicht zu verlieren, dass du eine normale Warenkorbbestellung machst. Wenn du Prime-Kunde bist, ist ja die Warenkorbbestellung auch portofrei. Und wenn, ja, weil, nehmen wir das Beispiel, 28. August, meine Prime-Bestellung hat nicht funktioniert. Dann könnte ich heute am 31. August schwer noch irgendwas machen. Aber am 29. August, am 30. August, könnte ich noch schnell sagen, okay, shit,
mir fällt gerade auf, mein Prime hat nicht funktioniert, weil meine Kreditkarte oder weil ich irgendwas nicht abgespeichert habe, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Dann kann ich eine normale Warenkorbbestellung machen und dann muss ich aber schnell sein, und weil das muss innerhalb von 48 Stunden passieren, und mal eben unseren Support bitten. Und das geht am besten über unsere Assistentin, über die Ann-Kathrin, über dieses Support-Formular, das solltest du kennen. Ja, auch da Verena, und jedem Neuen, setz dich mit deiner Ableihen in Verbindung, lass dir bei allen Fragen, die es dann später gibt, das Support-Formular geben, da füllst du aus und dann bittest du mal eben darum, dass man diese normale Bestellung, die du jetzt gerade gemacht hast, zu einer Prime-Bestellung zu konvertieren. Das geht innerhalb von 48 Stunden nach einer misslungenen Prime-Bestellung. Ja, dann wird einfach die normale Bestellung genommen und die IT, unsere Support-Mitarbeiter, die können das verändern, dass aus einer normalen Bestellung dann einfach eine Prime-Bestellung wird, damit du deine Treueprämie nicht verlierst. Aber das ist das, was ich sagte, du bist selber dafür verantwortlich. Fällt dir das erst nach einer Woche auf, dann kannst du nichts mehr daran ändern. Dann fängst du womöglich wieder mit Null an. Also wieder mit dem ersten Monat bei deiner nächsten Prime-Bestellung, weil du womöglich den August versäumt hast. Deswegen achte darauf, dass du das Datum, das richtige Datum für dich hast. Achte darauf, dass deine Prime-Bestellung durchgeht. Und ich empfehle es auch nicht, eine Prime-Bestellung irgendwie am 30. oder 31. des Monats zu machen, weil dann könnte es schon mal verrutschen und dann wird es eng. Ja, dann könnte es sein, dass dir ein Monat verloren geht. Ja, wenn du angenommen am 31., du hast am 30. dein Prime und dir fällt das erst am 1. auf, dann ist das der 1. des nächsten Monats. Und das hast du am 30. des letzten Monats hast du keine Prime-Bestellung gehabt. Ja, und dann hast du theoretisch einen Monat kein Prime gehabt. Das heißt, diese vier aufeinanderfolgenden Monate sind unterbrochen. Und dann würdest du wieder bei Null anfangen. Das ist das, was ich gerade schon mal sagte. Wir sind alle selber verantwortlich dafür, dass unsere Prime-Bestellungen funktionieren. Dass wir darauf achten. Deswegen ist es gut, seinen Terminkalender zu haben und sich einfach eingepackt zu haben ins Handy, dass man jeden Monat erinnert wird. Okay? Also, Datum kannst du ändern, aber es sollte halt zwischen einer Prime-Bestellung der nächsten mindestens 20 Tage sein und maximal 30 Tage plus 2 Tage Karenz. Also 32 Tage würde auch noch gehen. Das würde auch noch akzeptieren, das System. Okay? Gut, schauen wir mal, was da noch ist. Es steht zwar Euro, ist aber, genau, ich habe hier alles in Euro gerade, ja, weil ich auf der deutschen Seite bin. Ich empfehle immer bei Prime die Dollar-Seite, weil das, was hier an Euro steht, ja, ist aber trotzdem in Dollar. Ja, oder auf der Rechnung siehst du, und dieses Missverständnis gibt es häufiger mal, die Leute haben in Euro bestellt, aber ihr müsst euch das vorstellen, das ist eine amerikanische Firma, alles im Hintergrund läuft in Dollar. Auch wenn er hier uns Europreise im Shop anzeigt und du mit deiner Kreditkarte auch Euro bezahlst womöglich, ist es trotzdem im Hintergrund, läuft die ganze Rechnung in Dollar. Ja? Wo sehen wir das Problem? Wenn jemand sich seine Rechnung anschaut, das haben wir gesehen, wo? Ja, hier bei Bestellungen, da kannst du deine Rechnung anschauen. Dann ist diese Rechnung auch mit Eurozeichen aufgeführt, aber es stimmt nicht, weil es ist eigentlich Dollar. Und da kann es schon mal Missstimmungen geben. Wie, warum ist denn die Diskrepanz zwischen dem, was mir auf der Kreditkarte bezahlt worden ist und das, was ich hier auf der Rechnung stehen habe, warum sind das zwei unterschiedliche Beträge? Ja, das hat einfach was mit Euro und Dollar Umrechnung zu tun. Aber auch da wird das Unternehmen mit der Zeit auch noch besser werden. Aber genau, das ist natürlich wir haben diese Euro-Dinge noch nicht so lange und da kann schon mal sein, dass es Euro angezeigt wird, aber US-Dollar gemeint ist. Aber umgekehrt kann man bei einer Treueprämie mit Warenkorbbestellung den Rest mit Wallet auffüllen. Das ist doch möglich. Ja, definitiv. Du kannst die Treueprämie nutzen und den Rest über dein Wallet bezahlen oder über die Kreditkarte. Verfallen die Prime-Prämien, wenn man sie nicht sofort einlöst? Nein. Was ich aber empfehle ist, diese Prämien, die ihr hier findet, kopiert sie euch raus. Weil angenommen, du würdest nach 5 Monaten dein Prime kündigen und du hast aber deine Treueprämie noch nicht genutzt, dann könnte sein, dass dieser Button hier plötzlich weg ist. Es ist nicht, dass deine Treueprämie weg ist, die können wir ja dann auch wiederholen. Ja? Aber wenn du die Treueprämie bekommen hast und du willst sie nicht sofort nutzen, würde ich dir empfehlen, sie rauszukopieren oder sie irgendwo aufzuschreiben, wobei rauskopieren einfacher ist, ja, um sie irgendwo zu hinterlegen. Verfallen tut die nicht. Es gibt ja spezielle Tierprodukte, jedoch ich denke, ich habe eine
Hütehündin, 43, könnt ihr wohl nicht schaden, wenn ihr ein oder zwei Teufel. Also CleanSet, du kannst alle Menschen vorher, die Tierfreunde sind und oder Tiere haben, die haben auch ihren Kindern vorher schon CleanSet gegeben und dafür nicht unbedingt das Tier CleanSet genutzt, was ja dann ein bisschen anders heißt. Genau, das kannst du machen. Alright, mir versagt langsam meine Stimme, habe ich das Gefühl. Also, ihr habt alles, hoffe ich, hier verstanden, was Prime angeht. Ja, Prime ist mega, Prime macht Spaß. Ich habe über Vergünstigungen gesprochen, nämlich die Treueprämie. Ich habe über die zwei Lieferungen im Monat umsonst gesprochen. Ich habe über die Portokosten gesprochen, die ihr umsonst habt. Es gibt noch einen Vorteil, nämlich ihr habt alle paar Wochen gibt es einen Prime-Call. Ja, und dann auch solche Special Pre-Orders nur für Prime-Mitglieder. Ja, die kriegst du dann nur über diesen Button. Oder wenn es einen Prime-Call gibt, also einen Zoom-Call mit der Geschäftsleitung, dann ist auch, steht hier Zoom. Das findest du dann nur auf dieser Seite drauf. Und da haben halt nur Prime-Mitglieder Zugang zu. Und auf diesen Prime-Calls gibt es oftmals Vergünstigungen oder ganz neue Produkte nur für Prime-Kunden mal zum Testen. Genau. Und es gibt einen fünften Vorteil, wenn du selber nicht nur einfach Kunde sein willst, sondern du hast auch Prime-Kunden, ja, und zwar mehr als 20, dann kriegst du jeden Monat ab 20 aufwärts, also du hast angenommen 19 eigene Kunden, die auf Prime sind, plus du selber sind 20, kriegst du für jeden Prime-Kunden ab 20 $10 pro Monat an Bonus auf dein Wallet gezahlt. Ja, also das für jemand, der wirklich selbst auch sich Kunden aufbaut, dann hat man also $10 extra nochmal pro eigenen Prime-Kunden bei 20 aufwärts. Und wir haben Menschen, die haben mehr als 100, 200 oder auch ein paar hundert Prime-Kunden. All das ist möglich mit der Zeit natürlich. Gut, ihr Lieben, also. Was ich hier noch habe, ist, es gibt hier einen Support-Button, den man nutzen kann. Ja, den seht ihr hier. Ja, den kann man auch, da kann man auch in Deutsch schreiben. Ich empfehle jedem, der in unserem Team ist und in der Own Your Life Community direkt mit unserem Support-Formular zu arbeiten, weil der amerikanische Support, auch wenn du theoretisch in Deutsch schreiben könntest, arbeiten sie trotzdem mit einem Translator, mit so einem Google-Übersetzer. Und das ist oftmals nicht so wirkungsvoll, als wenn du direkt mit unserer Assistentin kommunizierst, die wiederum den direkten Zugang zum amerikanischen Support hat und oftmals komplizierte Dinge schneller und effektiver bearbeiten kann, weil du halt in Deutsch mit ihr kommunizieren kannst, als wenn du es über den amerikanischen Support machst. Aber trotz allem ist es wichtig für dich zu wissen, dass es diese Option, nämlich diesen Support, dieses Support-Formular hier gibt, diesen Support-Button. Genau, ihr Lieben, ansonsten, was kann ich euch zum Schluss noch empfehlen? Ja, wir haben eh schon weitaus überzogen, aber ich denke, es ist einfach wichtig, diese Dinge zu verstehen. Ja, und genau, was gibt es darüber hinaus noch wichtig zu sagen? Ich habe es gerade schon mal erwähnt, nächste Woche Dienstag, 20 Uhr, wie jeden Dienstag, 20 Uhr. Schaut, dass ihr eure ersten Interessenten dort dabei habt. Seid selber beim Produkterfahrungsaustausch dabei, wann immer ihr könnt, um einfach diese Emotionen mitzubekommen, wenn Menschen wirklich berichten, was sie alles mit diesen Produkten erleben. Das ist wirkungsvoll, das macht Spaß, das ist effektiv. Und Verena, mich freut es auch. Ich hoffe, ich sehe den einen oder anderen von euch in Schweinfurt. Danke, dass ihr mir so, mich so begleitet habt durch den heutigen Abend und wünsche euch einen tollen Abend, wünsche euch viele tolle Erfahrungen, alles Liebe und bis bald. Ciao.